Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist mal wieder soweit und nach einem Jahr Aussetzen gehen wir heute mal wieder auf unseren Winter Road Trip auf die Insel Sylt. Letztes Jahr war es ja pandemiebedingt irgendwie ausgefallen und dieses Jahr fahren wir jetzt wieder hin. Wir freuen uns tierisch und jetzt fragt ihr euch, warum fahren wir mit meinem Model S und nicht mit unserem neuen Model Y? Das ist ja eigentlich doch relativ genauso groß. Tja, die Antwort seht ihr hier oben. Das ist im Prinzip die Dachbox, die haben wir beim Model Y noch nicht, weil da keine Dachträger verfügbar sind im Moment. Tesla hat sie zwar im Angebot, aber sie sind nicht lieferbar seit Monaten. Beim Model S haben wir sie und das Model S ist an sich ja sowieso ein Packwunder. Und wir haben jede Menge Gepäck, weil Winter ist. Da hat man halt dickere Jacken, ein bisschen mehr Sachen als im Sommer und deswegen muss der Hund ja auch noch mit rein. Und deswegen ist der Kofferraum auch immer leer für den Hund und alles andere muss halt unten verstaut werden, in den Trunks, in den Frunks und in der Dachbox. Und da ist das Model S einfach besser dafür geeignet. Und ja, wie wir packen, zeige ich euch gleich. Und dann geht's on the road again. Und ihr seid natürlich dabei, deswegen bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, wir sind startklar, oder Meiler, was meinst du? Hm? So, alles ist verladen und wir sind unterwegs und wir fahren jetzt natürlich mal wieder die A7 hoch Richtung Dänemark und da laden wir dann am nördlichsten Supercharger Deutschlands, nämlich in Bußdorf. Das sind so rund 230 Kilometer von hier. Wir haben jetzt 96% im Akku, ganz voll ist er nicht, aber wir kommen trotzdem mit, was steht hier, 10% an laut Navi. Und das mit Dachbox und wir haben es jetzt gerade minus 1 Grad, also ist doch relativ winterlich. Wird aber noch wärmer, also ich glaube auf Sylt haben wir dann plus 10 die Woche über. Also ganz entspanntes Reisen. Wir fahren natürlich immer so rund 130, maximal 140 mit der Dachbox. Ist es sonst ein bisschen laut wegen der Windgeräusche und dem Glasdach hier. Aber man kann sagen, trotz Dachbox schlägt sich das alte Model S von 2016 hier wirklich super, was den Verbrauch angeht. Mal sehen, wo wir am Ende landen. Ich tippe so auf 23 Kilowattstunden roundabout. Ja, alles klar. Wenn wir auf der Autobahn sind, dann melden wir uns wieder. Ja, den Elbtunnel haben wir hinter uns gelassen. Wir sind jetzt 120 Kilometer auf der Strecke und haben noch 50% im Akku. Die 10% Luft in Bußdorf sind jetzt zu 5% geworden. Teilweise hat er mir gesagt, ich komme gar nicht an. Aber das liegt echt daran, dass wir doch ein bisschen höheren Verbrauch haben als angenommen. Wir liegen jetzt bei 25,6 Kilowattstunden. Zwischenzeitlich waren wir bei 27 Kilowattstunden. Wir haben auch Gegenwind. Jetzt ist es minus 2, minus 3 Grad, also ein bisschen kälter geworden hier hinter Hamburg. Und durch die Dachbox hier oben, da schluckt der Wagen doch ganz ordentlich bei dem Wetter. Aber ich denke, jetzt haben wir im Elbtunnel, weil wir ja langsamer fahren mussten, wieder einiges gewonnen. Und 5% für Bußdorf ist ja auch noch völlig ausreichend.
Da sind ja genügend Stalls, also da wird immer ein Platz frei sein. Gerade wo wir dran vorbeigefahren sind, übrigens zwischenzeitlich war tatsächlich besetzt. Stand hier auf dem Navi ein Uhrensymbol beim Supercharger, das heißt, da muss man Wartezeit einkalkulieren. Also viel los hier nach Weihnachten. Supercharger sind echt gut besucht. Ich überlege mir gerade, ob ich nicht vielleicht doch in Kaltenkirchen anhalten soll. Nicht, weil ich es müsste, sondern weil das ein ganz neuer Supercharger ist, wo ich noch nie war. Das wäre aber eigentlich zu früh, das dauert jetzt noch eine halbe Stunde. Ja, ist eigentlich gar nicht nötig. Ich glaube, das schenke ich mir. Also sehen wir uns wieder im Busdorf. Hier in Schleswig-Holstein ist es arschkalt, minus 3 Grad, es war gerade ein bisschen Eisregen und hier in Busdorf, hier gibt es tatsächlich 14 neue Stalls. Also die sind noch nicht in Betrieb, sind alles V3, aber mit den 14, die es hier schon gibt, haben wir dann 28. Das wird auch Zeit, weil dieser Supercharger in Busdorf, kurz hinter der dänischen Grenze, ist immer super voll. Fast zu jeder Jahreszeit, wenn wir hier sind, sind immer nur noch ganz wenige Plätze frei. Und schön, dass Tesla jetzt hier das mal eben so verdoppelt hat. Boah, ist das hier eisig. Ja, wir sind hier tatsächlich mit 10% angekommen, wie prognostiziert. Lag aber daran, dass man irgendwie auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg hier wirklich nur sehr langsam fahren konnte. Also maximal 120, eher so zwischen 100, 110, weil der Verkehr doch relativ dicht war. Außerdem gab es hinterher noch kurz vor Busdorf ein bisschen Eisregen. Noch nicht so prickelnd. Wir laden jetzt mit 100 kW hier tatsächlich. Ich bin jetzt bei 40%. Und laden wie immer so bis 70, 75 hoch, fahren dann weiter zur Autoverladung Westerland und stellen uns da an die Schlange, die hoffentlich nicht so lang ist. Ja, jetzt ist es wirklich eisig kalt hier und ich habe zu Hause meine Mütze und meinen Schal vergessen und meine Handschuhe. Ey, so ein Mist! Weil ich natürlich gefilmt habe und von meinen Leuten hat es keiner gesehen. Ja, das ist richtig kacke. Jetzt muss ich auf Sylt natürlich alles neu kaufen. Also morgen früh als erstes irgendwie in den Laden Wintersachen besorgen. Ja, und auch der Burger King hier in Busdorf, der hat aufgerüstet. Hier gibt es inzwischen jetzt 3 HPC-Lader mit je 350 kW und 2 Anschlüssen. Also 6-mal kann man dann hier laden. Wir sind noch nicht online. Ich denke mal, dauert noch so 2-3 Monate. Steht aber alles schon und wie gesagt direkt hier beim Burger King, sodass wir jetzt hier 28 Tesla Stalls haben und wir haben hier 6 Burger King Stationen, 350 kW. Und bei der Shell Tankstelle haben wir auch nochmal, glaube ich, 4 Allego, 350 oder 150 kW. Also hier tut sich tatsächlich wirklich was bei der Ladeinfrastruktur. So, durchgefroren fahren wir jetzt wieder los. Jetzt geht es zur Autoverladung. Das dauert noch eine Stunde laut Navi, obwohl es nur 70 Kilometer sind. Also wird da doch einiges los sein auf der Straße. Also hier ist es wirklich jetzt ziemlich winterlich. Schleswig-Holstein oben im Norden. Und ja, interessant ist, dass halt bei allen anderen Ladestationen, wo wir waren, also hier im Busdorf, kein einziges E-Auto stand. Bei Tesla hingegen, die 14 Stalls waren im Prinzip gut belegt. Ich würde mal sagen, 10 von 14 waren voll. Also man sieht es, auf der Langstrecke sind doch weitgehend nur Teslas unterwegs im Moment noch. Warum auch immer, ob die anderen sich nicht wirklich trauen oder woran es liegt, das weiß man nicht so genau. We'll be right back.
So, wir sind angekommen gestern Abend. Das war dann schon im Dunkeln. Das war so gegen kurz vor fünf. Wir hatten noch ein kleines Problem mit unserem Hausschlüssel für unsere Ferienwohnung, weil die Vermieter hatten die Schlüssel leider irgendwo in einem Schließfach deponiert, auf das wir keinen Zugriff hatten. Da mussten wir erst jemanden aus Westerland kommen lassen. Hat dann ein bisschen gedauert. Ja, einmal mit Profis arbeiten, wäre schön. Jedenfalls heute ist es ein bisschen nieselig, es ist halt grau in grau, Weihnachts-Silvester-Wetter, also das kennen wir ja schon. Jetzt muss ich erstmal mein Haupt bedecken, weil ich brauche eine Mütze und ich brauche Handschuhe. Schal habe ich gerade noch gefunden im Gepäck, aber wie gesagt, Mütze, Handschuhe sind leider zu Hause geblieben. Ich muss mir erstmal welche kaufen. Und ansonsten gehen wir gleich an den Strand nach Westerland, lassen es uns gut gehen, trinken bestimmt den einen oder anderen Glühwein und dann mal gucken, was der Tag so bringt, oder? Unbedingt. Alles klar. So, wir haben noch 20% im Akku. Das heißt, Laden ist angesagt. Und hier ist ja meine Stammladesäule in Westerland. Mal gucken, was sie heute sagt. Ja, heute nutze ich tatsächlich die SWM-Ladekarte, die ist von den Stadtwerken München. Das ist zwar eine ganze Ecke weg von Sylt, aber man kann natürlich die Ladekarte auch außerhalb Münchens benutzen. Und hiermit zahle ich dann 38 Cent die Kilowattstunde an AC und wenn ich will, könnte ich auch 38 Cent an DC bezahlen. Momentan noch eine der günstigsten Karten überhaupt. Wer weiß, wie lange noch. Preise gehen ja leider nach oben. So, Auto lädt. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal an den Strand bzw. Mütze kaufen. Ja, was sagt ihr dazu? Handschuhe, Mütze. Ja, super, endlich. Also heute ist ein super toller Tag, obwohl es so grau ist, aber es ist total windstill. Und dadurch ist es auch nicht so eisig kalt hier am Strand. Aber es ist natürlich wie immer, ne? Hunde haben Spaß und dann freut sich auch der Mensch. Milo, das ist Maila. Ja. So, wieder ein neuer Tag, diesmal wieder sehr schmuddelig, also totaler Nebel, aber wenigstens ist es nicht so kalt. Wir haben es 2 Grad plus, also kalt ist immer relativ, aber es ist relativ windstill. Also fahren wir jetzt an die Südspitze nach Hörnum, da machen wir wieder eine Tour einmal um die Spitze rum. Wird ja leider immer kürzer, weil die Spitze immer weniger wird. Und dann lassen wir uns wieder gut gehen. Da ist auch eine Ladesäule natürlich, da werde ich mich wieder anschließen. Ich habe jetzt noch 48%. Nicht, dass ich es müsste, aber ihr wisst ja, steht er, dann lädt er und das machen wir natürlich in Hörnum. Der Spaziergang dauert so bestimmt 1-2 Stunden und dann essen wir vielleicht noch was. Und ja, steht er, dann lädt er. Bei den paar Ladestationen hier auf Sylt muss man das ja ausnutzen. Ich meine, in Hörnum gibt es genau eine, in List gibt es genau eine, in Westerland gibt es ein paar. Viel sind es ja nicht und wie ich schon in den ganz vielen anderen Sylt-Videos gesagt habe, wird es echt mal Zeit, dass sie das hier ausbauen. Ich meine, in ein paar Jahren wimmelt es hier nur so von Elektroautos und im Sommer war es eh schon ein bisschen eng. Also hier muss echt was geschehen auf der Insel, was Ladeinfrastruktur angeht. Ja, und das ist hier richtig cool, denn das ist hier ein ganz kleines Wäldchen an der Südspitze bei Hörnum. Das ist wirklich nicht groß, aber da führt halt so ein Weg durch und da kann man super durchlaufen und kürzt halt einmal um die Spitze ab. Und dann kann man von hinten um die Spitze wieder rum und hier wieder zum Parkplatz laufen. Das ist so ein Fußweg von 1,5 Stunden, würde ich mal sagen. Und am Ende des Wäldchens, da ist auch das Kap Horn. Das ist so eine Strandbar, wo man auch eine lecker Currywurst essen kann. Mal sehen, ob wir es machen. We'll be right back.
Bewachst du jetzt die Krabbemeiler oder was? Meiler, komm! Jo, Kap Hoorn war wieder mega lecker, immer eine Reise wert und echt so ein bisschen so ein Geheimtipp in Hörnum. Also wenn ihr mal hier seid, müsst ihr unbedingt dahin, aber ihr müsst euch, glaube ich, einen Tisch reservieren, weil es immer doch recht voll. Preise sind günstig, Essen ist lecker, Lage ist fantastisch, also Daumen nach oben. So, heute ist wieder so ein nebliger Tag, wird irgendwie gar nicht richtig hell, also man sieht wirklich keine 500 Meter weit. Auf jeden Fall sind wir jetzt an der Strandbar Samoa oder auch Seepferdchen hier in Rantum. Und hier gibt es ja diese Porsche-Ladesäulen, diese stylischen Dinger. Und das ist richtig cool. Kannst hier umsonst Strom zapfen. Und dann mal gucken, ob wir nachher noch einen Platz kriegen hier im Samoa in dieser Strandbar. Da gibt es nämlich sehr, sehr leckeres Essen. Absolut empfehlenswert. Nee, du kannst ja nicht rauf. Ja, es ist doch ganz schön windig hier am Strand und was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass die Insel dieses Jahr über Silvester nicht so wahnsinnig besucht ist, also gut besucht ist wie sonst in den vergangenen Jahren. Man merkt es hier halt auch, weniger Leute, die Parkplätze sind nicht so voll und es gibt wirklich ganz wenig Elektroautos. An den Ladesäulen stehen hauptsächlich Plug-in-Hybride und man sieht wirklich kaum welche auf der Straße. Das war in den vergangenen Jahren wirklich ganz anders, dieses Jahr ist echt auffällig. Ja, woran das liegt, keine Ahnung. Es gibt ja immer mehr Elektroautos, aber irgendwie fahren die jetzt gerade dieses Jahr nicht alle nach Sylt. Ja, und sowas sieht man auch plötzlich am Strand. Da robbt doch gerade eine Robbe an den Strand. So, jetzt sind wir in Kampen angekommen am Roten Cliff, wobei man davon nicht wirklich viel sieht. Das ist eher ein nebliges Cliff, aber wir sind schon so oft hier gewesen. Wir wissen eigentlich ziemlich gut, wie es hier aussieht, von daher ist es kein Problem. Wetter ist so lala, ziemlich neblig halt, aber wenigstens regnet es nicht, es ist einigermaßen trocken und der Wind ist steif, aber nicht wirklich stürmisch. Also angemessen für Nordsee-Winterurlaub. Ja, und der Hund muss natürlich wieder baden. Aber ich glaube, selbst dem Hund ist es heute zu kalt. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Wenn man mich fragt, was hast du von der Insel gesehen in diesem Urlaub, muss ich sagen, nichts oder nicht viel. Für den dritten Tag in Folge ziemlich in Nebelsuppe, irgendwie 100 Meter Sicht oder so und das war's. Schade. Ja, hier, es gibt auf Sylt einen ganz neuen Triple Charger im Prinzip, nämlich zweimal 150 kW CCS und einmal 100 kW CHAdeMO. Und zwar hier bei Burger King. Also Burger King ist mal wieder irgendwie Vorreiter, was den Ausbau der Ladeinfrastruktur angeht. Also habt ihr am Anfang des Videos gesehen, in Bußdorf rüsten die massiv auf und hier auf Sylt steht schon der erste. Und das ist noch nicht alles, weil wir haben hier hinten noch zwei weitere Plätze. Also die Leitungen sehen so aus, als würde da
mindestens noch ein 22 kW oder sogar auch ein Triple Charger hinkommen. Und da ist noch einer. Mal sehen, was hier in einem Jahr steht. Aber auf jeden Fall ist das hier der zweite Schnelllader auf der Insel überhaupt. Und der ist im Prinzip mit 150 kW nicht so wahnsinnig schnell. Gäbe ja auch 350 kW. Aber ich glaube, das werden wir hier auf der Insel so schnell nicht sehen. Möglicherweise ist die Anschlusskapazität hier begrenzt. Aber super, dass es das jetzt hier gibt und wie gesagt, freizuschalten mit allen möglichen Karten. Ich habe jetzt hier wieder die SWM-Karte benutzt von Stadtwerken aus München. Geht aber auch mit allen anderen Karten, geht auch mit der App. Der Lader ist hier sogar schon in der Mobility Plus App von MBW verzeichnet. Also top, Sylt hat eine Ladestation mehr und das auch noch ein Schnelllader. Gerade kam hier der Porsche Taycan Cross Turismo oder... Ja, Cross Turismo heißt er. Und habe ich kurz mich mit ihm unterhalten hier am Schnelllader. Er hat den auch gerade erst entdeckt. Ist mit 20% hier angekommen. Und er meinte so, ja, Auto toll, Software sehr, sehr buggy. Also ist immer noch so scheinbar, dass Porsche das mit der Software noch nicht hinkriegt. Falls ihr einen Porsche fahrt, würde mich mal interessieren, schreibt mir doch mal gerne mal in die Kommentare, wie eure Software so ist. Das Auto ist ja richtig klasse. Aber ob es mit der Software wirklich überall so hapert, würde mich mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Oh, ja, heute ist Silvester und wir haben jetzt hier tatsächlich am Strand echt eine sehr, sehr steife Brise, so wie es sich gehört. Ich würde mal schätzen, Windstärke 7, Wellen sind entsprechend und es ist auch ganz schön kalt, obwohl es eigentlich draußen 8 Grad plus sind. Aber durch diesen Wind wird man echt durchgepustet und man friert sich einen Ast ab. Ja gut, wir lassen uns den Tag heute noch gut gehen und heute Abend wird natürlich ein bisschen gefeiert, aber dezent, denn wir sind ja auf der Insel, Böllern sowieso verboten. Wahrscheinlich brennen wir wieder ein paar Wunderkerzen auf der Düne ab bei uns. Ja, frohes neues Jahr. Heute ist Neujahr. Leider ist das Wetter immer noch nicht besser. Wir sehen hier immer noch so gut wie nichts von der Insel, weil es total neblig ist. Jetzt sind wir noch wieder mal in List, gehen noch ein bisschen an den Strand und hier bei Gosch und in die Tonnenhalle mal so ein bisschen stöbern. Und dann ja, lassen wir das Jahr oder besser gesagt den Urlaub hier schön ausklingen, weil heute ist unser letzter Tag. Morgen fahren wir nach Hause. Ja, jetzt ist es tatsächlich Neujahrabend und wir haben uns wirklich ganz spontan aufgrund des ziemlich beschissenen Wetters heute dazu entschlossen, hier nicht noch die Nacht auf Sylt zu verbringen, sondern wir fahren schon einen Tag früher nach Hause. Das gab es tatsächlich noch nie in unserem Sylt-Urlauben zu Silvester. Hat nichts damit zu tun, dass es uns nicht gefallen hat, aber Wetter war zu schlecht. Wir haben heute Nachmittag so gut wie nichts machen können. Es hat nur geregnet. Und dann haben wir gesagt, gut, packen wir zusammen und sparen uns morgen, nämlich Sonntag, Rückreisetag, 2. Januar, auf der Autobahn das Gewürge im Elbtunnel und vor allem auch die lange Schlange hier beim Autozug. Und ja, wir stehen jetzt hier am Autozug. Es ist jetzt gleich 7 Uhr. In wenigen Minuten geht dann unser Zug und wir sind hier wirklich nur zu zweit. Also es ist sehr, sehr leer und ich denke mal, die Autobahn wird heute auch leer sein, die A7 Richtung Hamburg, und der Elbtunnel wird vermutlich auch frei sein, sodass wir dann in 4 bis 5 Stunden zu Hause sind. Viel angenehmer, als morgen durch den Stau sich zu quälen. Ja, und wir sehen uns dann, wenn wir in Bremen ankommen. Das wird so gegen Mitternacht sein vermutlich. Ich versuche noch ein bisschen was zu filmen, obwohl es halt dunkel ist. Vielleicht, wenn wir in Busdorf laden, oder wahrscheinlich laden wir jetzt sogar zweimal, weil ich habe jetzt nur noch 54% im Akku. Und in Busdorf müsste ich ja bis 95% hochladen, um dann nach Bremen durchfahren zu können. Das dauert mir, glaube ich, ein bisschen zu lange. Deswegen, wenn ich lade, dann in Rade, dann machen wir wahrscheinlich in Rade nochmal Station, laden da nochmal 10 Minuten. Das ist dann im Prinzip insgesamt kürzer. Ja, okay, ich melde mich wieder, wenn wir in Busdorf sind. Bis dann. Jo, jetzt sind wir in Busdorf angekommen. Wie gesagt, die Fahrt läuft total problemlos, weil die Straße ist total frei, fast keine Autos unterwegs. Prognose, dass wir so in 4,5 Stunden zu Hause sind, die zeigt mein Navi auch an. Wir haben uns entschieden, dass wir jetzt hier in Busdorf doch bis 95% vollladen. Das dauert 50 Minuten, geschlagene 50 Minuten.
Aber es ist immer noch besser, als dann in Rade nochmal runterzufahren, nochmal runter von der Autobahn an Supercharger und dann nochmal da 10, 15 Minuten stehen. Das schenken wir uns, dann laden wir hier ein paar Minuten länger, sodass wir durchfahren können. Ja, das war also unser Sylt Road Trip dieses Jahr 2021-22. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir wie immer einen Daumen nach oben und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.